So, jetzt müssen wir irgendwas hier machen. Was ist los? Da war der gute Grimm. Hier, lass mich hier hoch. Komm hier nicht rein, Mist. Vielleicht kommen wir so rein. Ah, ein Buch. 24. Oktober 1994. Meine Geduld wurde belohnt. Endlich habe ich meine eigenen Leute, meine Vollstrecker. Die Stürme haben mir genau die Männer gebracht, mit denen ich die Bruderschaft der Solari aufbauen kann. Stark, aber willensschwach. Der Sturm hat sie gebrochen, geschwächt und verletzlich gemacht. Und ich habe sie wieder gestärkt. Jetzt dienen sie mir und durch mich ihr, der Sonnenkönigin. Sie zeigt mir den Weg. Sie hat mir immer den Weg gezeigt. Ich kann nicht leugnen, was ich gesehen habe. Und Ihnen wird es bald genauso gehen. Sie ist überall auf dieser Insel. Aber die Bruderschaft der Solari muss wachsen. Wir werden so viele wie möglich rekrutieren. Ich erlasse Gesetze, einen Kodex, nach dem sie leben. Sie bauen für die Sonnenkönigin, während ich den Schlüssel suche. Also Masaius hat einen Kult wahrhaft Gläubiger geschaffen. Wie könnte man moralischen Verfall und Gewalt besser rechtfertigen? Ach Mensch, Mensch, Mensch. Schwimm, schwimm. Ganz gut. Wie können die so leben? Ja, Fragen wieder Fragen. Wenn man sich ernsthaft stellen würde. Grimm ist schon cool irgendwie, ne? Lara, hier oben! Grimm! Du bist entkommen! Ich kann nichts halten! Komm rauf! Wir müssen die anderen holen! Lara, schwing dein Hintern hier auf! Siehst du die scheiß Leiter nicht? Zündet sie an! Outsiderin! Keine Chance, ihr Schwein! Oh, jetzt kommt doch noch Dynamit. Alter. Geht da runter und legt sie um! Da kommt noch hier! Ein zu stark! Ja.
Ja, das war klar. Das war. Geht da runter und legt sie um! Da kommen doch mehr! Jetzt verpissen sie sich. Diese Typen. Lara, du lebst noch. Gerade so. Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt. Aber ich weiß wo. Komm rauf, dann holen wir sie da raus. Von hier aus komme ich nicht rauf. Verdammt. Aber die haben hier eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommst du ja damit über die andere Seite. Okay. Schon unterwegs. Gut, erstmal wieder looten, ja. Wir sind sogar schon mal gestorben. Drüben ist eine Munition, die nehmen wir mit. Alles voll hier. Lebensmitteltruhe, die nehmen wir auch mit. So, hier geht's hoch. Jetzt sind hier lang. Was ist denn da unten? Gibt hier vielleicht auch noch irgendwas? Inro sind normalerweise aus lackiertem Holz, aber dieser besteht aus Messing. Stammt wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert. Mhm. Dieser Inro riecht innen nach Tabak. Vielleicht so etwas wie ein altes Zigarettenetui. Könnte sein. Komm da rein, ne? Hier. Tatsächlich, da ist so eine Frachtbeförderungsanlage. Okay.
Ich wollte gerade fragen, sind hier noch wer? Also ist hier noch jemand? Ich im Mittel. Ah, hier. Halt, hier ist noch jemand zum Looten. Was haben wir hier hinten noch? Dieser Inro gehörte wahrscheinlich einem höheren Militär und enthielt offizielle Befehle und Siegel. Ah, hier drin ist tatsächlich noch ein Geocache. Aber wir werden definitiv nie alle sammeln, also. Kopfschuss, Killer. War's das? Scheint so. Schon wieder ein geheimes Grab in der Nähe. Der Wahnsinn, wie viele Gräber es hier gibt. Von hier ganz in der Nähe. Hier ist noch ein Geocache. Ah, okay, jetzt haben wir hier. Das sind solche Kesselanlagen, ne? Eine Windmühle. Hier ist das Grab, ne? Gut, da gehen wir, kann man noch hier rein. Da gehen wir gleich mal hier rein.
Dieses wunderschöne Grab. Was erwartet uns jetzt als Rätsel bzw. als Herausforderung in diesem Grab? Vorsichtig hier rüber. Die Kammer des Gerichts. Anscheinend haben die Solari die alten Orte dieser Insel vollständig übernommen. Okay, was müssen wir machen? Das Ding erstmal immer. Das Ding hier packen wir an. Packen wir auch an. Kein Bergungsbild drin, schade. Fällt uns natürlich nicht. Nur das Ding jetzt hier. Zack. Sehr schön. Ich glaube, das war eigentlich auch schon das Rätsel, ne? Das Rätsel ist Lösung. Zack. Ja, und das war's schon. Da haben wir das Rätsel schon gelöst, Leute. Also falls ihr möchtet, könnt ihr natürlich, wenn ihr das Spiel selber mal spielt und nicht wisst, wie die Gräber zu lösen sind, könnt ihr dies auch gleich mit als Guide nutzen. Ja? All diese Orte wurden auf alten Ruinen errichtet. Durchsucht. 2 von 3 Teilen Handfeuerwaffe. Sehr gut. Da haben wir das auch geschafft. Da haben wir das auch geschafft. So, wir müssen natürlich hier auch nochmal hingehen und das aktivieren, das Feuerchen. So, wir haben Bergungsgut. So, das Ding hier. Haben wir erstmal alles. Hier müssen wir mal sowas machen. Schnellfeuer. So, da haben wir ja dann überall alles. Also das hier werden wir natürlich noch irgendwie machen.
Genau. Gut, gehen wir mal raus an das andere Feuerchen, das draußen ist. Weil das Grab haben wir ja jetzt sozusagen gemeistert. Erfolgreich gemeistert, würde ich mal dazu sagen. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder zurückkommen hier. Also mir macht das Spiel richtig viel Spaß, oder generell so Tomb Raider. Ist schon was irgendwie, also irgendwie hat es schon was Cooles, muss ich sagen. Wenn man hier drüben blinkt, das heißt, hier ist was. Ich glaube, wenn man alle Geocaches findet, macht Lara ihr bekanntes... Aha, so was man aus den alten Teilen kennt. So. Ich würde das hier tatsächlich mir aufheben, weil... Ich weiß nicht, was ich hier... Klettergewandtheit? Machen wir Klettergewandtheit. So. Genau.